Wir haben eine weitere Neuheit von Huch, und zwar Tic-Tac-Mu. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und dauert ungefähr 15 Minuten. Wir haben schon mal aufgebaut. Man baut einfach das Brett aus den vier Elementen aus. Dann kriegt einer die blauen und einer die roten Steine. Mir gehören somit die roten Felder, der Bayer die blauen. Man deckt hier drei Blättchen auf. Und dann gibt es noch Startblättchen. Jeder kriegt davon eins. Wer die Kuh hat, darf anfangen. Und ich muss eins der Tiere hier drauf legen. Das lege ich vielleicht dann mal schon mal taktisch hier hin. Ja. Dann muss die Bayern eins platzieren auf blau. Ich überlege gerade, du machst super. Also ich habe hier noch ein Schaf. Ne? Und dann platziere ich. Mein Gott, ich möchte es da hin haben. Noch das Schaf. Und dann die Berner, die Huhn. Genau, ich fange ja an, weil ich der Startspieler war, weil ich die Kuh gezogen habe. Ich muss immer mit meinen zwei Blättchen, die hier liegen, an das Tier anecken, das hier in meiner Scheune liegt. Also ich muss jetzt an ein Schaf andocken. Ich habe hier nur ein Schaf auf dem Plan, das habe ich ja selbst hingelegt. Das heißt, ich setze jetzt mein Schaf hier hin. Jetzt kann ich natürlich auch mit meinem Schwein an dieses Schaf angrenzen. Das könnte ich hier machen. Dann würde ich der Bernd eine Vorlage geben, einen Drilling zu bauen, obwohl sie das Schaf aktuell nicht hat. Die Vorlage gebe ich ihr aber nicht. Ich lege das einfach hier hin. Ziel des Ganzen ist es, dass ich hier in diesem Rahmen von mir es schaffe, von jedem Tier zwei reinzubekommen und noch ein zusätzliches Tier, dann habe ich das Spiel sofort gewonnen. Oder aber, dazu kommen wir noch, wenn man Drillinge baut, dass ich 12 Blättchen gesammelt habe, dann habe ich auch sofort gewonnen. Nach meinem Zug kommt übrigens mein Schaf hier rüber. Das hier wird aufgefüllt und das wird aufgefüllt. Sollte es mal nicht gehen, ich benachbart legen kann, dann darf ich hier Neues ziehen. Ja, ich lege benachbart zu Kuh. Du musst benachbart zu Kuh legen, das finde ich gut. Nochmal benachbart zu Kuh. Genau, und damit haben wir den Drilling. Das hier ist der letzte legte Stein. Und damit ärgert sie mich, weil jetzt darf sie von den Drilling die zwei anderen nehmen. Das Gelegte, was den Drilling baut, das bleibt immer liegen. Das geht auch diagonal, waagerecht und senkrecht. Und jetzt hat sie schon 2 von 12. Genau. Ich dachte eigentlich, ich habe das clever gelegt, damit sie mir sozusagen mein Ding hier füllt. Aber die Bernd hat es zwar gefüllt, aber nur kurz. Genau, ich sehe jetzt wieder, sie muss an die Kuh anschließen mit einer Kuh und mit einem Huhn. Damit würde sie keinen Drilling schaffen. Ich muss an ein Huhn anlegen mit einem Schaf und einer Kuh. Das heißt, wenn ich die Kuh jetzt hier hinlege, riskiere ich, dass die Bernd wieder einen Drilling macht. Also so ein bisschen taktisch kann man es definitiv spielen. Ich lege mal meine Kuh hier hin. Ne, komm, ich lege sie mal nach ganz unten. Und dann habe ich noch das Schaf. Das muss ich auch benachbart zu deinem Huhn legen. Ah, ich riskiere halt dann da ein Drilling, aber komm, machen wir mal. Dann kommt mein Huhn wieder rüber. Die Bayard muss ihren Zug noch nicht machen. Sie macht ihn halt erst, wenn sie meine Blättchen sieht, damit sie es ein bisschen taktisch spielen kann. Weil sie zwingt mich zwangsläufig, auch wenn sie eine Kuh jetzt zubaut, dass ich bei der anderen Kuh anlegen müsste. Allerdings habe ich ja hier selbst drei Felder, die für mich gelten. Du ziehst das Schaf. Im Moment müsstest du zwangsläufig bei mir anlegen, was gut wäre, außer wenn du hier den Drilling machst. Den macht dann eigentlich ich vor dir. Kriege ich aber nicht hin. Ich muss eine Kuh anlegen. Also den Drilling will ich dir nicht gönnen. Das heißt, dann lege ich mal hier hin. Das heißt, du musst hier platzieren. Kriege ich das hin, dass ich sogar gewinne? Ne, mir fehlt noch ein Schwein. Sonst hätte ich sogar vielleicht jetzt das hinbekommen, dass ich gewinne. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. Da muss die Berner. Dann machen wir mein Ding voll. Hast ja keine wirkliche Wahl. Ich überlege nur, wo ich es hin tue. Und dann, wenn ich. Hast du Glück gehabt, dass ich kein Schwein habe, sonst hätte ich nämlich jetzt gewonnen. Aber ich habe leider kein Schwein. Das
Das heißt, es ist ein Fast-Spielsieg. Hier fehlt noch das Schwein, dann hätte ich sozusagen gewonnen. Aber du musst aber ja jetzt. Ich muss ja jetzt leider da die Kuh hinlegen, ob ich will oder nicht. Und damit habe ich mir sozusagen hier das Feld erstmal zugebaut. Weil, du kannst das andere nicht platzieren. Genau. Das andere kann ich gerade nicht platzieren. Dann kommt die normale Regel, das hier kommt weg und man zieht ein neues. Und das wird dann wieder eingemischt. Jetzt muss ich neben ein Schwein platzieren. Das kriegen wir hin. Das mache ich dann auch. Mist. Zack, krieg die zwei hier. Und habe meine Möglichkeit noch, um doch vielleicht das mit einer der Siegoptionen zu füllen. Und bei dem anderen haben wir jetzt Gleichstand. Na, so wird langsam mein Ding zunichte gemacht. Ich muss nehmen gelb. Du musst auch nehmen gelb. Du hast keine Kuh. Mist. So gewinne ich nicht. Naja, komm, dann gehe ich jetzt doch auf das andere Ziel. Blöde. Gel. Ich bräuchte noch, um zu gewinnen. Das kriege ich auch nicht hin. Neben einem gelben. Das mal so. Neben einem gelben ein gelbes. So. Da bin ich immerhin schon mal bei 8. Fehlen nur noch 4. Wenn ich schon das andere nicht schaffe. Ist da auch 8. Warte. Ja. Neben einem Schaf. Krieg den Drilling nicht hin. Du musst auch neben das Schaf. Und was ist Schwein? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das darf ich nicht zulassen. Bist du. Ja, jetzt kann ich ja nicht. Genau. Nimmst du es natürlich ab. Wieso konntest du nicht? Was war da denn da gelegen? Ein Schaf. Oh, ja. Sind alle Plätze belegt? Ja. Zwei Plättchen, du hast gewonnen. Da du immer zwei kriegst. Es ist theoretisch, technisch sogar möglich, 4 abzustauben, wenn man 2 Dreierlinien mit einem Plättchen schafft. Aber da muss der andere schon sehr schlafen, dass man das hinkriegt. Du musst neben die Sau. 2 Hühner, ich muss auch neben die Sau. Das kriege ich nicht hin, ein Drilling, oder? Neben die Sau ein Schaf, das bringt mir gar nichts. Neben die Sau eine Sau, bringt mir auch nichts. Bist du bitter. Sonntag. Ach, bei mir sind so viele Schweine.
Kannst du ruhig machen. Ja, Habe ich fast gewonnen. ich weiß. Nehme ich gern. Sau und Schaf neben Sau. Und ich muss auch neben Sau. Und du kannst im Moment nur hier und da. Aber das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts. Kriegst du einen Drilling hin, wenn du neben das Sau setzen musst? Ich setze einmal den hier. Damit habe ich 10. Und dann sitze ich hier und damit habe ich 12. Und damit Ich habe ich hätte das es jetzt Spiel auch gehabt tatsächlich auch sonst. gewonnen. Ja. Genau. Das war eine Partie Tic-Tac-Mo. Oder Mu. Wobei, es ist ja nicht deutsch geschrieben, ne? Also wenn man es deutsch schreibt, müsste ja das Mu mit UH geschrieben werden, Ist aber oder? auch nicht ähnlich. Ist aber auch nicht Englisch, ja. Es ist, ja. Weiß Oder? gar nicht, warum sie es mit 2 U geschrieben haben. Egal, das ist ein reines abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Man sieht, da sind Taktiken dabei. Gerade wenn man es ein paar Mal gespielt hat, achtet man hier halt ein bisschen drauf. Trotzdem ist natürlich auch Glücksfaktor dabei, weil man ja nachzieht. Das heißt, es geht eher in die Richtung, es ist ein abstraktes Spiel mit einem lustigen kleinen Thema, aber hat halt doch noch genug Glücksfaktoren. Was ich am Anfang ein bisschen komisch fand, ist, dass die Zeichnungen teilweise komplett anders sind. Also das Huhn, finde ich, kann man sehr schlecht manchmal erkennen. Also hier ist zum Beispiel der Poppes vom Huhn von hinten, während man hier das Huhn von vorne sieht. Man sieht es natürlich darum, dass das Huhn gelb ist. Aber ich finde, das ist nicht ganz so gut gelungen, weil wenn ich es mit Farbenblinden spiele, weiß ich nicht, ob er gelb so gut unterscheiden kann von den anderen Farben. Was gelb geht immer. Ich weiß nicht, ob rot und. Nee, es gibt ja auch Blau-Gelb-Schwäche. Also es gibt auch eine Farbschwäche, die gar gegen spricht. Also ich weiß nicht, ob es. Ich verstehe, warum man andere Illustrationen nimmt, damit es immer anders da aussieht. Ich weiß nicht, ob das hier bei diesen zwei Blättchen jetzt gerade so gut gelungen ist. Weil beim Schwein sind es auch immer andere Ansichten. Man sieht aber immer, dass es ein Schwein ist. Ja. Aber das ist so eine Kleinigkeit. Genau. Das war das Spiel. Ja, ansonsten ist auf jeden Fall okay. Also wäre jetzt nichts, was mich super jederzeit aus dem Bett zu holen ist, um dieses Spiel zu spielen. Aber so zwischendurch kann man das auf jeden Fall gut spielen, denke ich. Ja, ich denke, es ist halt schon so eine Einsteiger-Variante in ein etwas abstrakteres Spiel, weil es halt von den Regeln her ziemlich einfach ist. Ja, ich finde auch, dass Saikatsu ist deutlich taktischer. Und von daher würde ich das bevorzugen, aber ich denke, dass es mit. Also, das hat einen leichteren Einstieg auch für Familien. Ja, Saikatsu ist ja auch ab 10 Jahre und das hier ist ab 8. Das trifft somit auch auf der Schachtel dann zu. Genau, das war unser Gameplay von Tic-Tac-Mo. Mm. Mo.